Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Der Boss 2 Box von Azad. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Der Boss 2 von Azad, das Ganze am 16. August erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Die Box ist recht flach. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So. Das Album wurde ja mehrfach verschoben. Am 16. August war es dann schließlich soweit und das Ganze wurde veröffentlicht. Wir haben hier eine relativ flache Box in Schwarz. Auf der Vorderseite haben wir hier eine Bomberjacke, zumindest den Reißverschluss und die Ärmel dieser zu sehen. Und zwei Hände, die hier so überkreuzt liegen. Und es sind zweifelsfrei die Hände des Interpreten Azad. Denn wir haben hier auf dem Handrücken einmal hier das Azad-Logo. Dann hier noch Nordwest, Veritas 439, also so die diversen Erkennungsmerkmale an Azads Händen. Eine fette Uhr, die auch hier ordentlich glitzert und funkelt. Und hier unten lesen wir dann der Boss 2. BM links, also Boss Music. Und dann lesen wir noch Boss Music präsentiert. Was lesen wir unter? Mein Rap ist Soul und meine Seele brennt, das Feuer meine Feder lenkt. Meine Leute, die ich liebe und hier represent. Ja, also recht ungewöhnlich, dass man hier so eine kleine Zeile mit aufs Cover packt. Sieht man echt selten. Das Ganze dann rundum in Schwarz gehalten. Und auf der Rückseite haben wir dann auch nochmal das BM, also das Logo von Boss Music, die Credits und einen Barcode. Normalerweise würde man in so einer Box rein vom Format her eine Vinyl vermuten. Allerdings ist hier leider keine mit dabei. Dafür jede Menge anderer Inhalt. Und zwar haben wir hier einmal die Instrumentals zum Album. Dann haben wir hier der Boss 2 Unplugged. Das Album an sich. Dann hier ein kleines Stoffbeutelchen. Ein Shirt. Sowie einen riesengroßen Aufkleber. So, von innen in Schwarz gehalten, ebenso wie der Deckel. Packen wir mal zur Seite. So, und nachdem hier diverse Sachen noch in Folie sind, werden wir die hier mal befreien. Also einmal das Shirt. Und dann natürlich auch das Album. So. Also, so sieht das Ganze aus. Wir haben das Cover, das wir auch schon von der Box kennen. Also das wurde hier auch als reguläres Cover verwendet. Der Boss 2. Es ist das 9. Album von Azad. Und es ist der 2. Teil, also der Vorgänger, der Boss 1, erschien 2004, liegt damit schon um die 15 Jahre zurück. Und ja, ich würde sagen, nach 15 Jahren kann man dann auch mal langsam einen zweiten Teil bringen. Das Ganze kommt in einem regulären Jewel Case. Auf der Seite haben wir hier das Azad, nein, nicht das Azad-Logo, sondern das Boss-Musik-Logo. Und auf der Rückseite haben wir dann nochmal Azad abgebildet, die Tracklist inklusive Features. Das Ganze ist hier römisch durchnummeriert. Wir haben hier 15 Tracks an der Zahl. Und wir haben hier Features mit dabei von Samra, Chaka, Bossa, Arabi, Chase, Adel Tawil, Animus und Cool Savage. Also einige Hochkaräte dabei. Hier wieder Credits und ein Barcode. Dann schauen wir mal hinein. So. Als erstes kommen wir zum Booklet. Hier haben wir Aufnahmen von Azad plus die Tracklist nochmal im Detail aufgeschlüsselt.
Hier sieht man, wer gefeatured wird, wie lange der Track geht, wer den Text geschrieben hat und wer das Ganze produziert hat. Also die wichtigsten Infos hier auf einen Blick. Weitere Fotos. Ja, und die Kette, die man hier schon überall sieht auf den Fotos, zu der kommen wir dann noch. Okay. So sieht es dann auf der Rückseite aus. Azad-Logo, Boss-Musik-Logo und hier dann auch noch die Infos zum Album, die Credits, wer hier beteiligt war, wer hier gemixt hat und so weiter und so weiter. Dann haben wir die CD. Die Album-CD ist in schwarz-grau und weiß gehalten. So sieht das aus hier. Klassisch. Und die Rückseite ist schwarz. So, dann bleiben wir gleich bei der Musik, denn wir haben hier noch weitere zwei CDs. Und zwar einmal dieser hier mit den Instrumentals, wie man hier unschwer erkennen kann. Der Boss 2 Instrumentals. Auch hier haben wir wieder dieses Kästchen hier, dieses Rechteck plus diese Songzeilen mit dabei. 15 Tracks auch hier, also 15 Instrumentals. Aus 15 Tracks bedeutet keine Skits oder irgendwelche Tracks ohne Beat. Und damit nicht genug, wir haben auch, das gibt es relativ selten, eine Unplugged-Variante. Und zwar haben wir hier ebenfalls in einer Papphülle die Unplugged Tracks, 5 Stück sind es geworden, also 5 Tracks des Albums wurden hier nochmal Unplugged neu gemacht. Bedeutet mehr oder weniger ohne Beat, ohne elektronische Verstärkung, mit akustischen Gitarren wahrscheinlich oder generell normalen Instrumenten und ohne viel Elektronik. Ja, so sieht dann die CD aus, Unplugged hier in Rot zu lesen. Kommt wie gesagt in einer Papphülle. Somit ist die Musik vollständig in dieser Box. Dann kommen wir zum Shirt, beziehungsweise es ist kein reguläres Shirt, es ist mehr so ein Trikot. Hier haben wir auch noch einen Papiereinleger. Warum? Das werden wir dann gleich sehen, wenn wir uns die Rückseite ansehen. Und zwar lesen wir hier BM, also Boss Musik, dann auch hier das Ganze aufgestickt, also hier so ein Aufnäher, Boss Musik since 2004. Erinnert vom Logo her etwas an Louis Vuitton, aber Azad hatte schon länger Shirts damit produziert mit diesem AZ-Logo. Also so sieht das aus. Und unten auf der linken Seite dann haben wir noch diesen Aufnäher hier, Boss Musik in Weiß und Rot. Auf der Rückseite deswegen auch dieser Papierbogen, dieses Papierblättchen hier noch hinten dran, damit das Ganze nicht verklebt, haben wir hier einen Aufdruck, also klassisch im Fußballtrikot-Stil gehalten, haben wir hier Rücknummer 10 und dann noch Azad als Spielernamen. So sieht das aus. An den Ärmeln, also an den Seiten hier, haben wir dann noch das Ganze rot vernäht, also hier so rote Nähte rechts und links. Unten ist das Ganze dann mit schwarzen Nähten. Und dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier ein Boss Musik L. Größe war damals für alle gleich. Merch Tags, we build your dreams. Gut, jetzt würde mich noch interessieren, ich gehe mal davon aus, dass wir hier unten auch noch irgendwo einen Zettel drinnen haben. Jawohl, hier haben wir ihn. Und zwar, was lesen wir hier? Hergestellt in der Türkei. Ah ja, genau, hier drüber. 100% Polyester und made in Turkey. Grüße gehen raus. Wir packen das Trikot mal wieder zur Seite. Also der Stoff fühlt sich auf jeden Fall nach Polyester an. Ich glaube, dass man, wenn man dieses Trikot trägt, echt krass schwitzen wird. Dann haben wir einen Sticker, und zwar keinen gewöhnlichen Sticker, sondern er ist so riesig, dass er, glaube ich, als Heckscheibenaufkleber gedacht ist. Bedeutet, man kann das Ganze hier abnehmen und dann, wenn man es hier rauslöst, an der Innenseite der Heckscheibe anbringen und dann auf seiner Heckscheibe entsprechend Azad hier repräsentieren. Ich muss ganz ehrlich sagen, grün ist so gar nicht meine Farbe.
Generell echt eine schöne Idee, aber wie gesagt, die Farbe ist leider null meins. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch ein Stoffbeutelchen. Und jetzt kommen wir zu dieser Kette, die wir schon mehrfach im Booklet bestaunen durften. Die Azad ja wirklich bei jedem Foto im Booklet hier umgehängt hatte. Und zwar haben wir die hier auch mit dabei. Die ist dann hier nochmal separat verpackt. Und so sieht das Ganze dann aus. Also wir haben hier eine silberne Kette, eine recht lange Kette. Hier oben dann ein Verschluss. Also ein ganz klassischer Verschluss hier zum Auf- und Zumachen. Man kann das natürlich dann auch größentechnisch anpassen, je nachdem, welches Glied ihr dann auswählt, um die Kette hier zuzumachen, kann man das Ganze natürlich auch noch verkürzen. Hier unten dann der Anhänger. Schöne Detailarbeit. Wir haben hier, wenn man das sehen kann, hier auf diesem Anhänger noch das BM, also das Boss Music Logo, zumindest auf der Vorderseite. Und hier unten dann den Schlagring, der hier zwar keine Steinchen besetzt hat, aber so in etwas rauerer Optik ist und dementsprechend auch so einen Funkelglanz hat. Also es ist hier etwas geraut und etwas, ja, nicht so glatt poliert. Und dementsprechend kommt dann hier so ein Glitzereffekt zustande. Sieht auf jeden Fall gut aus. Ja, ist die Frage, ob man es unbedingt mit dem Schlagring um den Hals rumrennen möchte, aber rein so von der Verarbeitung vom Anhänger gefällt mir das doch schon gut. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Halskette hier mit diesem Schlagring-Anhänger. Das Ganze kommt in diesem kleinen schwarzen Stoffbeutelchen. Der Heckscheibenaufkleber in quadratischer bzw. dann später wahrscheinlich eher kreisrunder Form. Das Trikot, das Boss Musik Trikot mit der Rückennummer 10. Die Unplugged Bonus-EP, sage ich mal, mit 5 Tracks. Die Instrumentals, 15 Stück an der Zahl, beides in der Papphülle. Sowie natürlich das Album an sich, der Boss 2 mit 15 Tracks. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box, der Boss 2 von Azad. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Azad unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.